Kapitel 5, Absturzstelle und damit Hossa zu Let's Play Enslaved. Martin ist immer noch da. Immer noch da und der Michi am Controller. Boah, ist das schön. Und ich wollte es gerade sagen, wir wiederholen uns. The Crash Site. Hübsches Spiel. We're almost there. Ach, Crash Site, genau das. Get across this bridge first. Müssen wir die Brücke. Da ist dieses Raumschiff, wo wir im ersten Let's Play drin gefangen waren, abgestürzt. Oh, warum wollen wir genau dahin? Ja, jetzt kommt was cool. Ja, weil da halt sein Kram ist. Er hat halt seine Kiste. Ach, sein Moped. Da ist sein Moped hinten drin. Stimmt. Und sie müssen ja in Trips Dorf und das ist am anderen Ende. Moped Monkey. Schau mal, was liegt da links? Sekunde. Okay. I know how we're gonna get across. My cloud works here. What's that? Das würde ich auch was fragen. Doesn't look like a cloud. Hoverboard Time. Das ist übrigens das nächste, was in Dragon Ball ist, weil ich glaube, in Dragon Ball hieß das Jindo Jun. Ich hab von Dragon Ball gar keine Ahnung, ich kenn das nicht. Aber ich weiß, dass es gibt. Ja, auch eine Wolke sehr schnell. As I say, work in some places and not in others. Yeah. So can I get on it? Sorry. Only room for one. Da gibt's jetzt Gas auf diesen blauen Flammen oder was? Ah! Genau, sehr schön. Da links liegt auch noch ganz viel Zeug, ne? Da. Monkey, ja, da. Das ist nicht ganz so einfach mit dem Board anscheinend. Mit der Cloud. Ja, man kann das ja schon, also man kann auch auf der Stelle schweben. Das ist halt ein bisschen schwierig. Übrigens, Leute. Ja? Wir haben jetzt das, also wenn dieses Let's Play das erste Mal ausgestrahlt wird, 2012. 3 Jahre bis Back to the Future 2 spielt, 2015. Wenn ich bis dahin kein Hoverboard krieg. Dann gibt's aber Tote, das kann ich euch aber sagen. Man kann ja jetzt schon von Mattel das Hoverboard bestellen. Als Movie-Prop. Der Kollege Kai hat sich das auch bestellt. Echt? Hat er es im Büro stehen? Nee, das gibt's ja noch nicht. Also, achso, vorbestellt. Vorbestellen. Aber, wie gesagt, ich hätte gerne ein funktionierendes. Was will denn eigentlich? Wer hätte nicht gerne ein funktionierendes Hoverboard? You can use that crate. Fahren wir doch da mal hin. Da liegt ja nämlich noch Zeug. Sollen wir jetzt runterschmeißen, damit es hier langlaufen kann, oder? Ja, wahrscheinlich. Du magst ja eigentlich keine Fahrzeugsequenzen. Wie ist denn das gerade? Das macht gerade Spaß. Ja? Ich kann ja jetzt wie ihr nur zuschauen. Ich weiß nicht, wie sie das steuert, deswegen... Hier ist es falsch. Schau, ich schiff euch. Da muss ich. Aber geht gut, ja? Ja. Hold on. Wenn der Michi das sagt, glauben wir ihm das mal. Sign of approval. Ah. Ist weg. Schieb's noch runter, das Ding. Kräftiger Kerl schon. Braucht man sich nicht wundern, wenn die Trip ab und zu beeindruckt guckt. Ja, wenn die Cloud ein bisschen besser funktionieren würde überall und auch Platz für 2 hätte, bräuchte er sein Moped gar nicht. Mhm. Ja, er sagt ja, es funktioniert halt nicht überall. Ja. Ich glaube, sie sparen sich aber die Erklärung, warum dem so ist. Sollen sie da hochwerfen? Probieren wir das doch mal, oder? Ich glaube, ich muss mal wieder hochfahren. Zeug. Ach, genau da. Das wurde da unten drin, oder? Ja. Der Tech-Op-Nazi hat wieder zugeschlagen. Nee, also ich muss jetzt auch... Ich hatte ja dann gedacht, die Let's Plays, also für alle, die das jetzt irgendwie vorhin verpasst haben, wurden halt üble Sachen über mich in Vanquish und Alan Wake Let's Play erzählt von den anderen drei. Das heißt, die üble Typen Sache hier. Ist die Wahrheit. Ja, ist halt übel, die Wahrheit. Am Anfang habe ich jetzt dann eure Let's Plays aus Interesse gehört. Jetzt muss ich alle Let's Plays von euch hören, um zu hören, was ihr euch erzählt. Ja.
Ja, siehst du mal? Und so kriegen wir unsere Abrufe zusammen. Übrigens, eigentlich sind es nur wir vier, die unsere Let's Plays gegenseitig die ganze Zeit gucken. Aber jeder, der uns hier zuguckt, wir haben für jeden Nutzer in jeder Folge mindestens eine persönliche Beleidigung untergebracht. Und wenn ihr sie alle guckt, könnt ihr sie alle sehen. Teuflisch, aber... Ja, wir haben einige Nutzer, haben wir ja schon öfter erwähnt, irgendwie, zum Beispiel diesen Luxor, ja, der mal lustige, interessante... Da muss ich an dieser Stelle zwei andere Leute erwähnen, die sich eigentlich immer durch konstruktive und gute Beiträge hervorgetan haben und nie erwähnt werden. Einmal Scotty, der jedes Let's Play schreibt, dass ich der Größte bin. Das bist doch eh du unter einem anderen Namen. Das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Vielen Dank dafür. Und Laura the Strange oder Laura the Strange, die, ich glaube, jedes Video von uns guckt. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Wahnsinn. Ist mir auch schon aufgefallen. Dann hatten wir noch einen Shooter Basis, der war auch ziemlich oft dabei. Okay. Gerade beim Dead Island Let's Play, aber auch sonst mal. Man merkt schon, wir haben schon so einige treue Fans. Ist total schön, wenn man irgendwie merkt, da gucken Leute zu, denen macht das richtig Spaß. Ja. Das ist schon echt cool. Was will sie jetzt hier schon wieder? Vielen Dank dafür, ihr seid die Besten. Da, siehst du, das ist derselbe Klotz. Der ist mal wirklich der gleiche. Die kam auch bekannt vor, die gerade so geguckt. Da, nein! Da lag noch was davor. Tja. Mann. Was ist all this stuff? Just some ancient redundant technology. Redundant technology. Let's keep going. Right. Okay. We're gonna have to climb up there. So, die müssen wir erstmal wieder hochwerfen. Gucken wir noch Zeug liegt da links vielleicht. Was ist hier? Ja, da werde ich sie ja, wir müssen sie erstmal hochwerfen und dann selber da lang klettern, ja. Achso, wir hatten vorhin mal kurz über Heavenly Sword geredet, irgendwie. Weil mittendrin aufgehört, glaube ich, oder gefühlt, für mich jedenfalls. Du hast es auch nicht gespielt, nee, du hast nur dieses nur die mal gesehen. Mitgemacht, ja. Ich finde, fand das damals sehr hübsch. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch noch hübsch aussehen würde. Es war halt einer der frühen PS3-Titel. Ja, kann natürlich sein, dass es jetzt inzwischen nicht mehr hübsch aussieht. Aber es hat auch die Heldin sieht eben Trip sehr ähnlich. Das stimmt, die hat so lange rote Haare, ne? Ja. Aber die kann halt auch ohne Monkey ordentlich. Kann auch nicht austeilen, Leute, stimmt. Vortauen. Ich werde mal noch gucken, ob das immer noch schön aussieht. Ob ich da noch mal Lust drauf hätte. Watch out, this bridge isn't too safe. Watch what you grab onto. Okay. Come on. Throw me up there. Da war es zu schnell und sie macht gleich wieder die Hirnschmelze an. Die hat auch manchmal wenig Geduld, die Frau, oder? So weit waren wir jetzt ja nicht. Ja, ja, hallo. Also sag mal. Also manchmal ist sie echt. Ich dachte, wir hätten langsam ein anderes Verhältnis zueinander entwickelt. Ja. Aber da kennt die nichts, oder? Räum dein Zimmer auf. Ich hab gedacht, räum dein Zimmer auf. Hallo. Ja, jetzt. Jetzt ist sie gleich wieder, ruft sie nach Hilfe. Ja, I'm scared. Ich auch. Diese Heizmütze hier aufgesetzt. Tut ganz schön weh. Heizmütze. Danke dafür hier. Hier. Ja. Ach so, ich dachte, du was hättest gesehen, da? Dass es schon da lang geht, aber hast nur mir zuliebe oben die Tech Ops aufgesammelt. Was ist da, Max? No shit, Sherlock. Sherlock ist übrigens eine hervorragende Serie. Jeder, der die nicht geguckt hat oder nicht gucken will. Ich habe sie noch nicht geguckt. Depp. Hast so du nicht toll. Die DVD, Blu-ray? Ja. Ich glaube, die nehme ich gleich mit einfach. Verdammt. Erst hocke ich den ganzen Sonntagnachmittag bei dir und am Ende klaue ich noch deine Blu-rays. Super. Wow. Erfolgreicher Tag. Leute, guckt euch Sherlock an, auch wenn man den alten Sherlock Holmes nicht kennt. Das ist die BBC-Serie. Also nicht, dass die Leute das jetzt verwechseln. Wir reden über die BBC-Serie. Und nicht den doofen Kinofilm. Und es gibt zwei Kinofilme sogar. Okay. So blöd sind die aber gar nicht. Hast du gesehen? Ich fand die mittel unterhaltsam halt. Also nicht doll, muss man nicht gesehen haben, aber auch nicht blöd. Also kannst du halt weggucken.
Ja. Sag mal, ich will doch hier runter. Also, die ist aber echt, hat die ihre Tage oder was? Wir waren da gerade mal einen Abschnitt höher. Monkey, carry me please or I'll melt your fucking brains out. Aber echt mal. Was war denn das jetzt? Rollt er sich statt zu springen, der Depp. Hätte sie mir doch nur das Hirn geschmolzen. Ja, es war noch so ein bisschen angegrillt gerade. Warum sterb eigentlich nur ich die ganze Zeit? Man sieht das nicht, ich habe so ein kleines Lächeln im Gesicht die ganze Zeit. Weil das ruht noch aus diesem tiefsitzenden Trauma von Dead Island her, wo ich halt mich gerade zu Beginn so sensationell dumm angestellt habe. Und dafür halt mancher böse geschimpft wurde. Und jetzt gibt's gar keinen Grund, auf mir zu schimpfen. Obwohl, einer hat ja trotzdem in der ersten Folge, wo ich mich gefühlt super angestellt habe, trotzdem gesagt, der Martin spielt blöd. Mann, kannst du den Leuten auch nicht recht machen. Ja, das ist, vergiss das. Das ist längst tot. That was horrible. Ja, danke. Kann man da noch runter, den einen noch holen. Lass sie doch hier, das ist vielleicht leichter. Nee, dann stürzen wir beide in den Tod. Ja. So, Trish, glücklich, Trip heißt sie. Uns ist eben aufgefallen, dass die aus Witcher, die rothaarige Triss heißt. Genau, Triss. Ist das irgendwie so ein... Von Bulletstorm, die heißt Trish. Ja, unser Mädchen roten, heißt Trip. Aber roten Haare. Und wie heißt die dann aus Heavenly Sword? Ja, auch ein Name. Tina, nee, ich weiß es nicht. Ist ja noch frei. Tisha. Ich glaube, sie hat einen japanischen Namen. Ich weiß es leider nicht. Japanisch sieht sie gar nicht aus. ...895 Meter. Erinnert mich auch gerade ein bisschen an die Brücke aus Dead Island. Hat mir auch viel Spaß. Oh no. We've got company. Let me scan. Nein, nicht kämpfen. So niedlich mit dieser Libelle, die sie halt auch da sonst als Haarklammer hat. That mech. So viel schöne Ideen in dem Spiel. Das hast du mitgekriegt. Das ist der Flaw, die wir explodieren halt, wenn du sie kaputt haust. Also wäre es sinnvoll, die jetzt erstes kaputt zu hauen, dass sie dann alle anderen mitreißen. Genau. Das klappt bestimmt. Das auf jeden Fall. Wow. So, also den mit dem So, so machst du das. Warte mal. Du bist einfach runtergefallen, oder was? Ja, wahrscheinlich nicht zu ärgern. Aber das machst du trotzdem jetzt sehr schön. Jetzt sei halt still! Hä? Du verschreist es die ganze Zeit! Du bist aber empfindlich. Ja. You're cramping my style. Nein. Das ist nur eine alte Let's Play-Krankheit. Immer wenn gelobt wird, wird danach gefailt. Das glaube ich aber auch ohne Let's Play so, ne? Das war's. Kannst du fast jedem Spiel machen, jemand loben. Dann geht er kaputt. Darf ich jetzt hier hin oder platzt mir dann das Hirn? Nee, das darfst du noch. Das ist noch in Ordnung. Ja. Sie ist halt auch Tech Orb, da steht sie ja drauf. Throw me across. Das hättest du wohl gern. Darf ich halt jetzt überschmeißen? Ich kann mich jedes Mal wegschmeißen. So. Ich bin ja, also ich kenne das ja, dass Frauen ja so rumgeschmeiße, weil meine Familie groß engagiert ist im Rock'n'Roll-Sport. Und da wird auch in akrobatischen Figuren werfen die Herren die Damen durch die Luft. Aber nicht so, oder? Doch. Okay. Also das ist... Ah. Du hast jetzt doch nur erzählt, um noch Zeit zu schinden. Ich wollte mich mit Sorgen andeuten, dass deine Zeit vorbei ist. Meine Zeit ist schon immer vorbei. Meinst du, ich soll jetzt hier mal Pause machen? Die ist vorbei, ja. Dann setze ich mich jetzt hier hin und hoffe, dass mich niemand findet. Und dann muss Martin den ganzen Scheiß hier freikämpfen. Ha, das wird super. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.